Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nochmal um eine letzte Ankündigung für die eWirt 2020, die jetzt in wenigen Tagen nach Veröffentlichung dieses Videos starten wird. Vom 11. bis 13. Februar 2020 ist nämlich die eWirt die größte Fachmesse der Energiewirtschaft in Essen, in der Messehalle Essen. Man nennt die, glaube ich, auch Krugerhalle. Und wir sind dort natürlich auch mit vertreten. Wir freuen uns einerseits natürlich, sich anzuschauen, was da alles Spannendes, Neues wieder vorgestellt wird, was die 800 Aussteller dort mit präsentieren wollen. Aber das besonders Interessante ist natürlich, einer dieser 800 Aussteller, das sind eben wir. Das ist Energiewirtschaft einfach. Und wir möchten, dass möglichst viele von den 25.000 Fachbesuchern auch bei uns mal vorbeikommen. Nämlich in Halle 4 am Stand 619. Da findet ihr uns. Halle 4, das ist der Innovation-Bereich. Das ist die auf der Karte blaue Halle, wo sich die ganzen Startups und jungen Unternehmen positionieren. Die ist praktisch neben der grünen Smart Energy Halle. Wenn ihr von Smart Energy rüberkommt zu Innovation, dann lauft ihr direkt auf mich zu oder auf meine liebe Kollegin, die dort mit am Stand ist. Wir haben dann einen kleinen schicken Stand, bei dem ihr eben mit uns drüber reden könnt und bei der wir dann euch erzählen können, was wir mit unserer Online-Akademie jetzt eigentlich wirklich ganz konkret in diesem Jahr machen wollen. Denn jetzt passiert natürlich einiges mehr. Wir begeben uns jetzt doch immer stärker in diese Online-Richtung. Wir machen sehr gerne auch normale Seminare und Unternehmensberatungen, aber jetzt kommen eben wirklich die Online-Kurse, die E-Books und so ein richtiger Mitgliederbereich, bei dem wir eben tatsächlich euch auch so richtig helfen und coachen können. Also kommt mal vorbei, wenn ihr zum Beispiel als Stadtwerk oder Energieversorger irgendwie mal euch vorstellen wollt, wie kann man jetzt und in Zukunft Leute irgendwie wirklich intelligent ausbilden und weiterbilden. Wie kann man Azubis, die keinen Bock auf ein Seminar oder Side-by-Side-Coaching haben, wie kann man die auch mal richtig gut unterfüttern mit richtig hochwertigen Fachinformationen, die dann eben auch zum Beispiel in Multimedia-Form mit Videos und Co. stattfinden. Wir sind da, glaube ich, so ziemlich die Einzigen und vor allem aber auch die Besten, die genau sowas anbieten können. Wir haben bei unserem Stand viele tolle Dinge. Ihr kriegt unser Dossier zum Thema Online-Marketing in der Energiewirtschaft, natürlich ein bisschen mit Content-Marketing-Einschlag. Ihr kriegt unser Dossier zum Thema Smart Meter Rollout, was da gerade so passiert. Aber vor allem bekommt ihr unser 36-seitiges Büchlein rund um, warum sind die Dinge so in der Energiewirtschaft, wie sie sind. Na, eine richtige Prosaerzählung, bei der wir eben darstellen, was so entlang der Reise eines Kunden in der Energiewirtschaft in den Prozessen passiert. Und das ist dann praktisch auch die allererste Veröffentlichung davon. Ihr bekommt unser 104-seitiges, schon etwas dickeres Büchlein, unser, man kann sagen, Lernbuch oder Lernheft für den Quereinstieg in die Energiewirtschaft. Das ist ein komplett neues Format, was es so noch nie gab. Das werden wir euch nach der eWirt auch hier als Video nochmal vorstellen. Das ist ein richtiges Lernbuch, bei dem wir praktisch wirklich erzählen, was die einzelnen Prozesse, regulatorischen Rahmenbedingungen und so weiter der Energiewirtschaft bedeuten, wie die so aufgebaut sind. Und da kommen dann nochmal so kleine Exkurse, was ist die Bundesnetzagentur und so weiter, was sind die verschiedenen Vorgaben, was bedeuten die, was hat sich das so entwickelt. Dann gibt es einen Übungsteil, da gibt es auch hinten einen Lösungsteil. Da haben wir uns relativ viele schöne Gedanken gemacht, wie man das einfach toll umsetzen kann. Und ich hoffe, wir können euch damit richtig gut helfen. Holt euch das Ding ab. Wir haben vor Ort auf der eWirt eine begrenzte Anzahl, das ist klar. Aber wenn wir auf der eWirt bis zum dritten Tag 500 Abonnenten auf diesem Kanal haben werden. Und wir sind jetzt schon bei 444. Wenn wir 500 Abonnenten schaffen, dann werde ich, das habe ich schon mal angesprochen, hier irgendeine Aktion schaffen, bei der ihr auch mal eine Zeit lang kostenfrei oder zumindest maximal vergünstigt an diese E-Books rankommt. Danach kosten die wieder richtig viel Geld, weil natürlich im B2B-Sektor an Stadtwerke und Co. verkaufe ich die Bücher auch relativ teuer. Das ist klar. Wenn ihr aber privat ein Interesse und einen Bedarf habt und ihr habt gerade nicht so viel Geld, ihr seid Student oder Azubi, schreibt mich mal an. Dann finden wir eine Lösung. Okay? Okay, ansonsten, wenn ihr Student seid, am dritten Tag der eWirt, könnt ihr dort kostenfrei hin. Kommt vorbei, wenn ihr es noch irgendwie zeitlich unterkriegen könnt. 13. Februar, ihr kommt kostenfrei mit eurem Studentenausweis auf die eWirt. Wenn ihr euch da mal online anschaut, dann könnt ihr euch dort auch das Ticket im Zweifel schon mal klicken.
Ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Kommt vorbei auf der eWorld. Wir werden hier auf diesem YouTube-Kanal jede Menge Formate machen. Ich werde versuchen, schon am Vorabend, wenn es den Aufbau gibt, schon mal einen kleinen Livestream zu tun, sodass ihr euch mal anschauen könnt, wie das Ganze so aussieht und wo wir dort genau sind. Und dann werden wir jeden Tag ein bisschen was machen. Es gibt auch wahrscheinlich Interviewformate, sowohl für den Audio-Podcast als auch für den YouTube-Kanal. Und mal schauen, wie ich das genau mache, weil ich habe ja eigentlich auch zu tun. Aber wir kriegen das hin. Wir werden da ein paar coole Dinge tun. Und am Ende gibt es ein schönes Zusammenfassungsvideo für die eWorld 2020. Freut euch drauf. Wenn ihr das unbedingt sehen wollt, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten liked bitte dieses Video. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt ihr unten in die Kommentare. Wenn ihr uns treffen wollt, schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr noch keinen Termin gemacht habt. Und dann kriegen wir auch da eine Lösung hin. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.